Ein Zeichen für Frieden, Solidarität und Zusammenarbeit will die Fastenaktion Füreinander einstehen der evangelisch-lutherischen Kirche in diesem Jahr setzen. In Ortenburg wurde sie an diesem Sonntag feierlich eröffnet. Jedes Jahr wird die woanders in Bayern eröffnet und ich freue mich, dass wir diesmal angefragt wurden. Es ist uns eine Ehre und zeigt auch, dass wir hier in der Region für unsere Bayerische Landeskirche stehen und für die Partnerschaft mit den osteuropäischen evangelischen Kirchen. In diesem Jahr weist die Fastenaktion auf die engen Verbindungen der Bayerischen Evangelischen Kirche zur Ungarischen Evangelischen Kirche hin. Die Eröffnung in Ortenburg hat dies besonders verdeutlicht. Es passt ideal dazu, weil natürlich erstens durch die sehr gute evangelische Kirche bei uns in der Marktgemeinde Ortenburg, die eigentlich eine kleine Enklave in ganz Bayern ist, mit unserer evangelischen Realschule, mit dem evangelischen Kindergarten, haben wir sowieso grundsätzlich einmal prädestiniert als Standort. Aber natürlich die Beziehungen zu Ungarn, die sich eigentlich über die Partnerschaft entwickelt haben, aber einfach auch im täglichen Leben. Wir haben weit über 100 Bürger aus Ungarn, die bei uns einfach wohnen schauen und die eigentlich unser tägliches Leben einfach auch bereichern. Der Gottesdienst bildete den Abschluss einer dreitägigen Begegnung, die unter dem Thema »In Gott geborgen und wo daheim« stand. An dieser Begegnung nahm auch eine ungarische Abordnung teil. Wir haben seit langem viele, viele Freunde in Bayern. Nicht nur am Kirchenleitungsebene, sondern auch Gemeindeebene, zwischen Institutionen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, diese Kontakte zu verstärken. Die Evangelische Kirche von Bayern unterstützt die Ungarische Evangelische Kirche auch finanziell. Denn Kontakte dorthin gibt es seit langem. Wir haben ja da eine lange Tradition. Schon vor 1990 haben wir Kontakte zu den kleinen Kirchen in Mittel- und Osteuropa geknüpft, also über den Eisernen Vorhang hinaus. Und nach 1990 haben wir dann gesagt, wir müssen was tun für das Miteinander in Europa, für das Zusammenwachsen. Denn es reicht ja nicht, wenn einfach die Grenzen nur fallen, man muss sich ja auch begegnen können. Schon nach dem Fall des Eisernen Vorhanges wurde eine Partnerschaft mit evangelischen Gemeinden in Ungarn begonnen. Schon Anfang der 90er Jahre erstmalig und dann ist eine Partnerschaft entstanden zwischen der lutherischen Kirche in Bayern und der lutherischen Kirche in Ungarn und die stützt diese Fastenaktion in besonderer Weise. Die Kirchengemeinden in Ungarn sind relativ arm und auf Hilfe angewiesen. Wir sehen unsere Aufgabe hier auch zu teilen, diakonische Arbeit, Bildungsarbeit, spirituelle Arbeit zu unterstützen. Dem Generalthema der Fastenaktion Füreinander einstehen in Europa kommt in diesen Zeiten eine besondere Bedeutung zu. Wir haben uns ausgetauscht zum Heimatbegriff. Was heißt es Heimat in einem gemeinsamen Haus Europa? Gibt es sowas wie eine europäische Heimat? Bringen wir unsere eigene Heimat mit, wir aus Bayern, die anderen aus Ungarn? Und was bedeutet Heimat? Wie prägt die auch unseren Glauben, unsere Art Christen zu sein? Der Landkreis Passau unterstützt diese Fastenaktion in ganz besonderer Weise. Ist sie doch darauf ausgerichtet, das Zusammenleben und den Frieden in Europa zu stärken? Wir sagen derzeit, was gerade Europa auch für unser Passauer Land in den letzten Jahrzehnten getan hat. Aber vor allem ist es auch wichtig, den Blick in die Zukunft zu werfen. Ich möchte, dass meine Enkel auch in Frieden und Freiheit in Europa leben können. Und da ist es notwendig, sich zu engagieren und dafür auch öffentlich einzutreten. Christen haben die Aufgabe, sich für die Verständigung zwischen den Völkern Europas einzusetzen, gerade in diesen schwierigen, konfliktreichen Zeiten. Ich denke, dass der sich nochmal zugespitzt hat durch die Entwicklung in den letzten Jahren, wo man ja merkt, dass die Nationalismen auch stärker werden, dominieren und dass man einfach immer wieder das Miteinander sehen muss, wobei ja gerade der christliche Glaube grenzüberschreitend eine globalisierende Bewegung im guten Sinne ist. Wie Völkerverständigung mit Leben erfüllt werden kann, das zeigte sich drei Tage lang in Ortenburg bei der Eröffnung der diesjährigen Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Bayern.